1, 2, Testing, 1, 2, 1, 2, Testing, 1, 2, 1, 2. Alles, was ist? Können wir? Alles klar, ich bin am Start. Achtung, bitte Aufstellung draußen. Musik ab! Halt aus! Stopp, noch Kinder, was ist denn los? Ich denke, wir haben Probe im Kostüm. Wir haben es einfach nicht geschafft. Entschuldigung, dass ich es nicht vorher gesagt habe. Musik wieder auf Start. Aber bis zur Hauptprobe bestimmt, okay? Wir sind morgen schon da. Stell doch den Toner, wenn du zurückfährst. Macht einen ja wahnsinnig. Alles klar, wir können wieder. Kinder, es geht weiter. Bitte wieder Aufstellung draußen. Musik ab! Mit dir sprechen. Du hast es sehr gut gemacht heute. Es gibt ja zwei Stellen, die möchte ich gerne mal mit dir durchmachen. Oder hast du es eilig? Nein, ich habe Zeit. Tschüss, Birgit. Ja, was machst du denn da? Kann jeder rein. Ist doch öffentlich, oder? Unsere Tanzerei interessiert dich ja mal. Teilweise. Nur teilweise. Ja, ganz bestimmt, den nehme ich an. Aber jetzt perfekt. Das Wort perfekt gibt es im Tanzsport nicht. Du kannst Schluss machen. Nur Annäherung an die Perfektion. Perfektion selbst ist gar nicht erstrebenswert. Sie neigt zur Leblosigkeit. Aber das nur am Rande. Na, leblos ist sie nicht. Ich wollte dich was fragen. Darf ich? Ja, bitte. Also, das wär's, Inge. Dann bis morgen. Ich habe schon Lampenfieber. Na, hoffentlich. Na, Frau Dübel. Ich wollte nur fragen, ob ich dich mal nach Hause bringen darf. Tut mir leid. Hans wartet schon. Ich habe mir gesagt, warum soll ich dich nicht mehr heimbringen? Wir können hinten raus, dann sieht er dich nicht. Vielleicht ist es ganz gut, wenn du ihn mal stehen lässt. Du kannst mir da auch mal eine Chance geben. Und ich doch hinten raus, los und weg. Komm, Uli, lass das. Du machst das Kostüm kaputt. Nichts ist los. Ich habe nur mal bei Inge mein Glück probiert. Ist doch erlaubt. Ich habe sie gefragt, ob ich sie mal nach Hause bringen darf. Ich hab dir schon 100-mal gesagt, du sollst die Finger von ihr lassen. Das ist ja, was mir so schwer fällt. Hans, bitte lass ihn. Sie sagt, lass ihn.
Das ist ja, was immer wieder Mut macht. Vielleicht bin ich ja doch nicht ganz gleichgültig. Auf den Gedanken muss ich doch kommen. Hans! Du hast doch gehört, was er gesagt hat. Nochmal, bitte, ich mach's dir leicht. Ich bin kein Schlägertyp. Hans, bitte komm, wir gehen jetzt, komm. Hier sehen wir besonders schöne Ausführungen der sogenannten Gastmahlszenen. Sie stammen von einem thebanischen Grab aus der Zeit des Königs Thutmosis IV. oder Amenophis III. Sie zeigen ein Gedächtnismahl zu Ehren des Toten. Hier sehen Sie vier Musikantinnen, eine mit Doppelflöte. Diese hier klatscht in die Hände. Vor ihnen tanzen zwei nackte Mädchen. Und hier die Gesellschaft selbst, mit kostbarem Schmuck, bekränzt mit Blumen. Das ist eines der schönsten Gruppenbilder dieser Epoche. Ganz selten die Wiedergabe von Gesichtern en face. Von dem zum Tanz gesungenen Lied sind einige Zeilen erhalten. Blumen, die Ptach gegeben und Gebhard wachsen lassen. Ihre Schönheit ist in jedem Leib, der unberührt und der Reinheit geweiht bleibt. Ptach hat dies alles mit seinen Händen geschaffen, um sein Herz zu erfreuen, wenn die Teiche voll neuen Wassers sind und die Erde überschwemmt ist, mit Liebe zu ihm. Mit diesem Gesang, dessen Schönheit wohl nicht erklärt werden muss, möchte ich für heute schließen. Ich danke Ihnen, meine Herrschaften. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche Dienstag um die gleiche Zeit am gleichen Ort. Ja, in diesem Augenblick. Noch eine Frage, Irma. Ist nicht Inge heute in der Concordia? Es ist ja ganz in der Nähe. Ich könnte Sie abholen. Na, ich versuch's mal. Ich bin heute etwas früher fertig geworden. Also bis gleich. Um sein Herz zu erfreuen, wenn die Teiche voll neuen Wassers sind und die Erde überschwemmt ist, mit Liebe zu ihm. Besonders schöne Verse. Wer schreibt heute noch so? Auch wir bemühen heutzutage unsere Empfindungen, aber sie sind nicht religiös. Das ist es, dass es sich um religiöse Empfindungen handelt. Das macht ihre Schönheit aus, ihre Gewalt. Haben Sie noch zu tun? Ich wollte noch. Ich gehe dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich sehe es schon alles dunkel hier. Die Tanzgruppe. Weg, schon vor einer Viertelstunde. Danke. Ich fürchte, da kriegen Sie Schwierigkeiten. Der Platz ist reserviert für den Arzt vom Dienst. Ich dachte nur, weil er die ganze Zeit leer war. Ja. Schön, dann bekomme ich wenigstens noch den letzten Abschnitt. Was war's denn? Blinddarm. Wenn Sie mich rufen, geht's nicht so schnell. Inge, komm doch herein. Du hast mir noch gar nicht erzählt, wie es heute gegangen ist. Großartig. Besonders ich war phänomenal. Ja. Ihr seid das erste Paar, nicht? Das den Ton angibt. Pardon. Den Takt. Weißt du, ich habe das immer so verstanden, dass du dir keinen Fehler erlauben darfst. In meiner Formation kommt es auf jeden an. Ich habe schon so Angst vor Samstag. Ja? So, und jetzt muss ich unter die Dusche. Geht sie auf? Ja. Ich müsste ein bisschen mogeln. Soll ich? Ich würde es machen. Jippo!
Hallo, bist du? Ja. Sie ist schon da. Unter der Dusche. Ja, ich hör's. Geh ich, bis das Bad frei ist, erstmal in die Küche. Ich bin ganz durchgeschwitzt, es war eine Affenhitze in dem Saal. Was erzählt sie? Ist alles gut gegangen? Ja, sehr gut. Aber sie hat trotzdem Angst vor Samstag. Ist das schon am Samstag? Ja, naja, das ist doch ihr erstes internationales Turnier. Da darf sie doch Angst haben. Wenigstens ein bisschen. Das passt nicht zusammen, Inge und Angst. Ja, darin unterscheidet sie sich von mir. Ich hatte immer Angst. Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, sie zu bekämpfen oder wenigstens nicht zu zeigen, nicht? Das stimmt doch gar nicht. Was mir anscheinend gelungen ist. Und wie war es bei dir? Auch sehr gut. Ich bin bis Tutmosis und Amenophis den Dritten gekommen. Und das Interesse? Sehr groß. Mehr Zuhörer als das letzte Mal. Und jedes Mal mehr junge Leute. Was mich wundert. Wie erklärst du dir das? Dass die Fixierung auf die Gegenwart langsam nachlässt. Ich habe in meiner Einführung gesagt, der moderne Mensch hat in seiner Tasche wahre Schätze, deren Wert er noch gar nicht erkannt hat. Die Vergangenheit, diesen unendlichen Reichtum, der nicht verhindern kann, dass die Menschen von heute sich arm fühlen. Ja, das stimmt. Gegessen hast du? Ja, aber ich würde gern was trinken jetzt. Ja, sofort. Danke. Und Arno. Meine Engel, ich habe schon gehört, dass du das Exerzieren gut überstanden hast. Oh. Hast du das gehört, Tante Irma? Exerzieren nennt er das. Kann man das nicht so nennen? Wir machen exakt gleiche Bewegungen, aber das hat nichts mit Gleichschritt zu tun. Das ist immer noch Tanz. Ich zeig's dir. Jetzt zeigst du es ihm aber. Ja, nun ich. Wer? Ach so, ja. Guten Abend, Frau Machno. Moment bitte. Frau Machno ist es. Hans sei noch nicht nach Hause gekommen. Aber er muss da sein. Frau Machno? Ja, Hans hat mich heute Abend nach Hause gebracht, aber das ist mindestens eine halbe Stunde her. Nein, das hätte er mir gesagt. Er hat nichts anderes vorgehabt. Das verstehe ich nicht. Ja, mir hat er auch gesagt, er kommt sofort nach Hause. Bleib am Apparat. Ich schaue noch mal in den Hof runter, ob sein Wagen inzwischen da ist. Moment. Inge? Ja, er muss gerade gekommen sein. Der Wagen steht jetzt unten, hat noch Licht. Danke. Gute Nacht, Inge. Gute Nacht. Hans! Hans! Deine Mutter hat nur was genäht. Danke, Tante Irma. Vielen Dank. Steht dir gut, das Kostüm? Du schaust fabelhaft aus. Darf man dich umarmen? Vielleicht bin ich dann umgezogen. Ja, nun ich. Was? Frau Machno ist es. Sie hat Hans gefunden. Auf dem Hof, neben seinem Wagen. Er sei tot.
Was ist? Wann war das genau? Der Anruf ist auf dem Revier 5:23 eingegangen. Herr Klein ist in der Wohnung. Wer sind Sie? Ich bin mit ihm befreundet. Darf ich ihn sehen? Was hat man mit ihm gemacht? Er hat eine Kopfwunde. Mehr wissen wir noch nicht. Training hat dann seine Freundin nach Hause gebracht und... Das ist die Freundin. Ah. Und du musst draufgehen. Ja, Frau Magno, dann Beileid aussprechen, ihr unsere Hilfe anbieten. Was soll ich da? Es gibt sowieso nichts mehr zu helfen. Außerdem weiß ich nicht, was ich da sagen soll. Du kannst doch dein Mitgefühl ausdrücken, oder? Hast du keins? Das war nicht mein Freund. Entschuldige. Du hast doch was Unglaubliches gesagt. Auch wenn er nicht dein Freund war. Du hast ihn doch gekannt. Und es erschüttert dich nicht. Ich bin unten. Ja. Sie hat nur für ihn gelebt und gearbeitet. Als Kassiererin in einem Supermarkt. Studium, Tennis, unser Tanzclub. Hans sollte es ja nichts fehlen. Und jetzt von einer Minute zur anderen alles vorbei. Es ist schrecklich, was ich jetzt sage, aber... Ich weiß, wen umgebracht hat. Kommen Sie. Als mit dem Tanzen Schluss war, wartete Hans Machen auf mich. Wir hatten verabredet, dass er mich nach Hause bringt. Und da kommt jemand anderer, einer, der mich schon öfters belästigt hat, und Hans hat es gewusst. Du, ich weiß, wer es war, wer es gewesen sein könnte. Ulrich Hemp, er tanzt mit in der Formation. Zwischen den beiden ist es heute wieder zum Streit gekommen. Hans hat ihn geschlagen, und als wir nach Hause gefahren sind, Hans und ich, fuhr Ulrich Hemp hinter uns her. Wissen Sie, wo er wohnt? Haben Sie die Adresse? Kriminalpolizei? Meine Sprechanlage ist nämlich nicht in Ordnung. Bei Ihnen wohnt Herr Ulrich Hemp? Ja, aber er ist nicht da. Wir möchten gern sein Zimmer sehen. Ja, bitte.
Sagen Sie, was ist das hier? Das ist seine Sporttasche. Er war heute Abend zu einem Tanztraining. Wann ist er zurückgekommen? Haben Sie ihn gesehen? Ja, ganz flüchtig. Er hat gesagt, ich gehe noch mal weg. Hm. Wissen Sie, wohin er ist? Wenn er abends ausgeht, geht er gewöhnlich in die Gaststätte an der Ecke. Studenten treffen sich da. Was wollen Sie von ihm? Frau Schulz, Sie sind doch Frau Schulz, seine Wirtin, seine Zimmervermieterin, nicht? Ja. Als er heute Abend zurückgekommen ist, wie hat er ausgesehen? Was für einen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Ja, war er irgendwie aufgeregter als sonst? Ist Ihnen da was Besonderes aufgefallen? Nicht, dass ich wüsste. Hat er seine Kleidung gewechselt, bevor er wegging? Kann ich mal in den Schrank sehen? Kann ich das Badezimmer sehen? Ja, hier. Was suchen Sie denn? Was wird ihm denn vorgeworfen? Herr Ulrich Hemp. Ja, bitte? Mein Name ist der Kriminalpolizei Mordkommission. Hans Machnow ist der Mörder. Nur ermordet? Vermutlich erschlagen. Das haut mich ja um. Ich fahre noch mit ihm zusammen in der Concordia. Wir sind in einem Tanzsportverein. Ja, das wissen wir. Wir wissen auch, dass Sie Streit mit ihm hatten. Er hat Sie geschlagen. Das ist richtig. Ich glaube, da sieht man es noch. Ein einziger Schlag, aber der hat es in sich gehabt. Wer hat ihn denn umgebracht? Waren Sie es nicht? Ich? Stehen Sie mal auf. Was wollen Sie von mir? Herr Bachmann, haben Sie einen Nebenraum, wo man ungestört reden kann? Ja, da hinten. Danke, kommen Sie. Sie haben Hans Machnow umgebracht. Sie hatten doch die Auseinandersetzung mit ihm. Der hat Sie geschlagen. Und dann sind Sie ihm nachgegangen. Nein. Darüber gibt es eine Aussage. Von Inge Bruckmann, dem Mädchen, um das es ging. Auch, dass Sie dem Wagen der beiden nachgefahren sind. Hans Machnow hat dann das Mädchen nach Haus gebracht? Sie sind ihm dann weiter gefolgt. Bei dem Hof ist es zu einer weiteren Auseinandersetzung gekommen. In deren Verlauf Sie Hans Machnow getötet nein, haben. Nein, Sie haben gar keine Chance. Die Ermittlungsbeamten sind unterwegs und die werden Ihre Wohnung Zentimeter um Zentimeter auf den Kopf stellen. Ihre Kleidung wird untersucht, Ihre Wäsche, Ihre Schuhe. Wir werden die Blutspuren finden, ich meine, die müssen ja da sein. Ein Geständnis kann Ihre Lage nur verbessern. Nein, ich habe kein Geständnis abzulegen. Sie irren sich. Ihre Vermutungen sind falsch. Sie treffen nicht zu. Sie sind vorläufig festgenommen. Ich kann nicht schlafen. Soll Irma zu dir kommen? Oder noch besser, ich bleibe heute Nacht hier, du schläfst drüben bei ihr in meinem Bett. Hm? Danke. Ich sehe ihn immer noch da liegen. Sein Gesicht und seine Augen. Du musst versuchen, nicht daran zu denken. Dir recht ist, Irma schläft sie in deinem Bett. Ja, natürlich. Wie geht's ihr? Wie fühlt sie sich? Sie möchte dich sprechen. Wenn du mal raufgehen willst, zu ihr. Ja, natürlich. Super. Kein schöner Abend, was? Nein. Wie war dein Vortrag? Sehr gut. Wollen wir dich mal anrufen? Wo willst du anrufen? Bei Hemp. Ob sie ihn verhaftet haben. Du hast doch gesagt, Inge hat der Polizei seinen Namen angegeben. Du kennst den jungen Mann auch? Ja, vom Sehen. Warum willst du da anrufen?
ob er ein Geständnis abgelegt hat. Ja, bitte? Wer ist da? Ich verstehe nicht. Telefonieren Sie jetzt nicht. Geben Sie keine Auskünfte. Hallo? Wer ist da? Hallo? Sie soll nichts sagen. Offenbar ist Polizei da. Ich habe Stimmen im Hintergrund gehört. Warum willst du wissen, ob dieser Hempel gestanden hat? Weil Sie mich genauso gut verhaften könnten. Ich habe auch mal Krach mit Hans Machno gehabt. Ich habe mich auch mit ihm geprügelt. Ihn aus dem Haus geworfen, aus diesem Haus. Weil es mir nicht gefallen hat, dass er hergekommen ist. Solange er geblieben ist. Oben, in ihrem Zimmer. Machno? Bei Inge? Ich habe ihn da rausgeholt. Und war sowas von wütend. Vielleicht kommen sie wirklich noch zu mir. Du warst mal in seiner Wohnung? Wieso? Und wann? Zwei oder dreimal. Und heute Abend war ich auch da. Später. Vorher war ich bei der Tanzprobe. Ich wollte nicht, dass mich jemand da sieht. Aber einer hat mich doch gesehen. Robert, du warst halt... Denk, es wird gleich schlafen. Warm? Ist etwas? Nein, nein. Das heißt, ich höre gerade, dass Robert... Er hat sich auch mal geprügelt mit Machno. Weißt du davon? Ja. Eine Kinderei. Er war eifersüchtig. Robert eifersüchtig? Ja, weißt du das nicht? Seit einem Jahr, seit Inge zu uns gekommen ist. Hast du das nie bemerkt? Nein. Nein, das habe ich nicht bemerkt. Er hatte so etwas Ähnliches entwickelt wie einen Beschützerinstinkt. Aber das hast du ja auch. Arno. Was ist denn? Was denkst du? Gott möge mir verzeihen, aber wo war denn Robert heute Abend? Ich bitte dich, wo er war. Ich weiß nicht, wo er war. Ich habe ihn nicht gefragt. Aber der Gedanke, den du da hast, das ist absurd. Das ist abwegig. Das ist völlig abwegig. Warte mal. Was hast du heute Abend gemacht? Wo warst du? So eine blöde Situation, Vater. Ich war im Abendseminar. Und bin dann steh doch das Wasser ab. Und bin dann, ich weiß auch nicht warum, zur Tanzprobe. Bis da alles vorbei war, ich gewartet und gesehen, wie Inge zum Machen ins Auto steigt. Ich bin in seiner Wohnung, zu Fuß. Wenn er Inge nach Hause bringt und gleich zu sich fährt, dachte ich, mir müsste schon da sein. Ich bin dann raufgegangen, um mit ihm zu sprechen. Seine Mutter sagte, er ist noch nicht zurück, er ist zum Tanzen, er muss aber gleich zurückkommen. Ich bin dann wieder gegangen. Noch überlegt, ob ich unten warten soll. Habe auch ungefähr 5 Minuten gewartet. Im Hof gewartet. Aber er ist nicht gekommen. Ich bin dann gegangen. Deine Mutter sagt, dass du auf Inge eifersüchtig bist. Da gibt es auch noch andere. Und wenn Sie mich bis morgen früh vernehmen, ich war es nicht. Sie kriegen mich nicht weich. Sie werden von mir immer nur dasselbe hören. Aber es steht doch fest, dass Sie den beiden gefolgt sind. Sie sind mit ihrem Wagen hinter den beiden her, bis Machno sich von seiner Freundin verabschiedet hat. Inge Bruckmann ist ausgestiegen, nicht sofort, sondern nach einer gewissen Zeit. Die beiden haben sich verabschiedet, Machno fährt los und sie wieder hinter ihm her. 3, 4 Straßen, dann eben nicht mehr. Tut mir leid. Ja? Ich komme. Na, was habt ihr? Nichts, absolut nichts. Wir haben die kleine Stöcke mikroskopisch untersucht, alle Teste gemacht, auch mit dem Hemd und Schuhe, weil das in der kurzen Zeit möglich war.
Keine Blutspuren. Die da sein müssten. Das Badezimmer? Auch nicht. Nichts. Ja, sag mal, das gibt's doch nicht. Da schlägt jemand einen Mann aus nächster Nähe. Ich meine, da müssen doch Blutspuren da sein. Wir machen auf alle Fälle weiter. Du hörst doch, es gibt keine. Was denkst du? Schwer zu sagen. Leugnet. Mit Anzeichen von Ehrlichkeit. Aber da ist noch was anderes dabei. Was denn? Ja, manchmal ist er erschrocken, aber das nehme ich ihm nicht ab. Das Gefühl, er weiß, dass ihm nichts passieren kann. Hört sich das blöd an? Nein. Na, was glauben Sie? Was passiert jetzt mit Ihnen? Sie müssen mich laufen lassen. Dass Sie nichts gegen mich in der Hand haben. Doch, ich habe was in der Hand. Ein Haftbefehl. Kommen Sie. Und der Obduktionsbefund, wann etwa? Habt ihr immer noch nicht die genaue Todesursache? Ja gut, wir sind vorerst noch da. Danke, Doktor. Die einzigen Fotos, die wir in der Wohnung von Hemp gefunden haben. Das da ist das gleiche wie in seinem Personalausweis. Danke, Herr Keller. Gute Nacht, wir machen jetzt Schluss. Stefan, der lügt uns an. Die ganze Zeit überlege ich das. Oder besser gesagt, er verschweigt was. Er ist nämlich Machno nachgefahren. Bis zu seiner Wohnung. Ein Personalausweis, 4 Schlüssel, eine Geldbörse, 117 Mark. Unterschreiben Sie hier. Gewusst, dass Sie mich entlassen müssen. War ganz sicher. Morgen bist du da wieder raus. Naja, eine Nacht in der Zelle, warum nicht? Erfahrung gemacht. Ich nehme es so. Freut mich, dass Sie es so nehmen. Wo darf ich Sie hinbringen? Nach Hause, nur schnell nach Hause. Besten Dank. Wiedersehen sagt man wohl nicht. Nein, wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, fahren Sie mich. Das müssen Sie jetzt verstehen. Inge denkt, bis jetzt denkt sie, ich sei der Maler. Mir liegt natürlich daran, dass sie es als Erste und zwar sofort erfährt, dass ich es nicht bin. Dass die Ermittlungen einfach nichts ergeben haben. Fahren Sie mich zu Dr. Munch. Gern. Gern. Und Sie könnten jeden Verdacht aus der Welt schaffen, wenn Sie erklären, dass ich mit dem Mord nichts zu tun habe. Würden Sie das machen? Gut, ich würde sagen, dass die Ermittlungen nichts ergeben haben. Das ist zu wenig. Sie müssen sagen, dass ich unschuldig bin. Dass Sie selbst es glauben, dass ich unschuldig bin. Wollen Sie wirklich gleich zu Dr. Munch? Es ist noch sehr früh. Das macht nichts. Das spielt keine Rolle. Sie haben es aber wirklich eilig. Sie sind gut. Den Mörder will ich loswerden. Und zwar so schnell wie möglich. Guten Morgen, mein Name ist Derek, Kriminalpolizei. Guten Morgen, Frau Munch. Darf ich es ihr sagen? Darf ich es Inge allein sagen? Ich komme aus dem Untersuchungsgefängnis. Ich bin entlassen worden. Man hat mich entlassen müssen, weil der Verdacht, der bestanden hat, nicht mehr existiert. Darf ich hereinkommen? Ja, bitte, kommen Sie herein. Die Kriminalpolizei ist da, ein Herr Derek. Was will er? Wieso kommt er? Er hat Ulrich Hemp mitgebracht. Warum das? Hemp ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das will er uns sagen. Robert. Sie müssen verstehen, dass mir das sehr wichtig ist. Sie lassen sich Zeit, was? Was wollte ich denn? Die Unschuld des jungen Mannes sei so gut wie erwiesen. Das soll uns mitgeteilt werden? Warum gerade uns? Ich weiß es nicht. Robert, gib keine Erklärungen ab. Sage auch nicht, dass du gestern Abend bei der Tanzprobe warst und später bei dieser Machno in der Wohnung. Ja, aber kann man denn nicht offen darüber reden? Er war es doch nicht. Er sagt doch, dass er nichts damit zu tun hat. Das muss man ihm doch glauben. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, Robert. Ich bin entlassen worden, vor einer halben Stunde. Wo ist Inge? Sie ist nach oben. Warum kommen Sie zu uns? Der Haftbefehl gegen Herrn Hemp ist aufgehoben. Es liegt ihm sehr viel daran, dass Sie so schnell wie möglich erfahren, dass kein Haftgrund mehr vorliegt. Ich bin unschuldig, das heißt das. Können Sie Inge herunterholen? Ja, ja.
Ich hol sie. Ich habe vielleicht eine Nacht hinter mir. Im Kinderspiel ist das nicht, für einen Mörder gehalten zu werden. Und dabei jemand zu sein, der immer nur beide Hände hochgehalten hat. Mein Leben lang stehe ich so da. Und plötzlich soll man Blut an den Fingern haben. Inge. Inge. Haben Sie gesagt, dass die Polizei meine Unschuld festgestellt hat? Haben Sie es ihr gesagt? Warum läuft sie weg? Holen Sie sie zurück. Hierher, sein erster Weg, um dir zu sagen, dass er mit dem Mord nichts zu tun hat. Du darfst jetzt nicht ungerecht sein. Er hat auch viel durchgemacht. Ich kann ihn jetzt nicht sehen. Später vielleicht. Ist gut. Ich sag's ihm. Tut mir leid, sie kann jetzt nicht runterkommen, sie... Aber sie muss mich doch anhören. Sie kann doch nicht so tun, als sei ich noch der Mörder. Nein, 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 das denkt sie nicht. Sie freut sich für Sie. Ausdrücklich bat sie mich, es Ihnen zu sagen, dass sie sich freut. Dann komme ich eben heute Nachmittag wieder. Das werden Sie mir doch erlauben. Ja, natürlich. Die Verletzung, die zum Tode führte, ist deutlich. Hier ist das Scheitelbein gebrochen und hier der Fortsatz des zweiten Wirbelkörpers abgerissen. Und die Ursache? Vermutlich durch einen heftigen Schlag mit einem harten Gegenstand. Das ist nicht gerade viel im Augenblick, aber weil Sie ja nie die Zeit haben, zu uns ins Labor zu kommen. Herr Berg zum Propheten, Herr Prophet, ich weiß, Doktor, jedenfalls besten Dank. Dieser Hemd, was hättest du sehen sollen? Der ist dem Hause Munch aufgetreten. Das nächste Mal komme ich bestimmt zu Ihnen, Doktor. Genau ist noch heute? Spätestens am Abend. Der Junge glaubt, er kann sich eine Menge rausnehmen. Ja, vielleicht hat er was in der Hand gegen diese Familie. Gegen wen? Darüber denke ich auch nach. Was mit dem Sohn, Robert Munch? Sein Verhalten ist, er weicht meinen Blick aus, er sieht mich nicht an, er ist unsicher, nervös. Und Helm? Der ist die Selbstsicherheit in Person. Ja, nehmen wir mal an, er hat was in der Hand. Aber warum sagt er es nicht? Was will er? Das Mädchen. Ist sie jetzt da? Kann ich sie sprechen? Tag, Frau Munch. Wie versprochen. Geht's jetzt besser? Ja, danke. Aber sie liegt noch. Sie hat mich gebeten, sie zu entschuldigen. Aber die Blumen möchte ich ihr wenigstens geben. Es ist für mich unerträglich, wenn sie mich immer noch für den Mörder halten sollte. Kann ich Sie mal allein sprechen, Herr Doktor? Entschuldigung. Wieso will er ihn allein sprechen? Der hat mich
mich bei der Tanzprobe in der Concordia gesehen. Vielleicht hat er auch erfahren, dass ich beim Machen in der Wohnung war. Woher denn? Inge, ich wollte nur sagen, Ulrichin bist wieder da. Er hat dir Blumen mitgebracht. Er hat sich einfach nicht so wegschicken lassen. Ich habe ihm versprechen müssen, dass er dich heute Abend zu eurer Generalprobe abholen darf. Alle haben ihn für den Mörder gehalten. Und wenn du dich mit ihm zusammen zeigst, dann sieht man, dass du ihn für unschuldig hältst. Und darauf kommt es ihm in erster Linie an, wofür ich Verständnis habe. Und wofür auch du Verständnis haben solltest. Bitte versprich mir, dass er dich abholen darf. Dass ich ihm das sagen kann. Ist gut. Ich danke dir. Entschuldigen Sie, falls ich Sie erschreckt habe, dass ich gerade hier bin, das ist reiner Zufall. Zufall? Das glaube ich Ihnen nicht. Wie soll ich denn wissen, dass Sie hierher kommen? Sagt man doch, dass der Täter immer an den Ort seiner Tat zurückkommt. Albernes Geschwätz, und wenn schon, kann auf Sie nicht zutreffen. Sind ja nicht der Täter, also kommen Sie schon. Ich stehe also noch unter Polizeiaufsicht. Nein, nein, nein. Natürlich, es gibt noch ein paar Fragen. Tag, Ulrich. Herr Derrick hat mir schon erzählt, dass du unschuldig bist. Ich wollte es Ihnen selbst sagen. Deshalb bin ich gekommen. Sie wollen bestimmt allein sein. Tut mir leid, mein Junge, dass man dich verdächtigt hat. Zufall. Sie haben mich also erwartet. Vielleicht. Sie sagen, es gibt noch Fragen. Ich dachte, das hätte ich hinter mir. Nein, haben Sie nicht hinter sich. Also dann los. Haben Sie inzwischen mit Inge gesprochen? Ja, ich komme gerade von ihr. Und? Ist alles in Ordnung? Was soll nicht in Ordnung sein? Das heißt, wenn sie sich vorstellt, was da im Hof passiert ist, dann sieht sie mich. Mich sieht sie. Sie hat dem Mörder mein Gesicht gegeben. Welches Gesicht hat er denn nun wirklich? Vielleicht haben Sie eine Vorstellung vom Gesicht des Mörders. Nicht nur eine Vorstellung. Wie meinen Sie das? Ich meine, dass Sie mir etwas verschweigen. Dass Sie den Mörder kennen, das meine ich. Wenn ich was gewusst hätte, hätte ich doch was gesagt. Hätten Sie? Aber ja, ich hätte mich doch nicht eine Nacht lang einsperren lassen. Wirklich, ne? Wer ist der Mörder? Robert Munch? Ich sage Ihnen nichts. Ich weiß nicht, wer der Mörder ist. Sie sagt, sie geht nicht in die Concordia. Sie will nicht tanzen. Aber sie muss doch. Hemp holt sie ab, er muss jeden Augenblick da sein. Sie geht nicht. Sie will nicht. Herrgott, sie muss! Was wäre ich? Du willst nicht gehen? Ich kann nicht. Ich kann doch nicht tanzen, so als ob nichts passiert ist. Das ist nicht mehr zu ändern. Und du kommst besser drüber weg, wenn du nicht immer nur da rumstehst und nachdenkst. Du musst raus hier. Und du hast versprochen, dass du gehst. Das Hemd dich abholen darf. Das kannst du nicht rückgängig machen. Unter keinen Umständen. Onkel Arnold, bitte. Da ist er. Und du kommst jetzt mit runter. Oh, du hörst doch, ich kann nicht. Was sagst du, du kannst nicht? Du sagst, du kannst nicht?
Du hast es versprochen. Sie ist gefahren. Sie ist gerade mit dem Ulrich Heim raus. Na also, hätten wir es ja geschafft. Kann es der junge Mann denn so gefährlich werden? Er kann doch zugeben, wo er gewesen ist. Er kann doch die Wahrheit sagen. Er hat doch nichts zu fürchten. Nein, nein, da darf jetzt kein Risiko eingegangen werden. Das musst du doch begreifen. Ja, dieser Ulrich Hemp kann uns schaden. Es ist gut, dass er gewisse Interessen hat. Kommt sie etwa zurück? Guten Abend, Doktor. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Wenn Sie Inge sprechen wollen... Ja, die haben wir gesehen. Die ist gerade mit dem jungen Hemp. In die Concordia. Die haben da heute Generalprobe. Ja, ja, das wissen wir. Ach, ist die öffentlich? Kann man sich das ansehen? Wollen Sie da hin? Vielleicht mit Ihnen, mit Ihrer Familie. Ja, es sind Gäste zugelassen in beschränkter Zahl. Aber was sollen wir da? Noch mal ab, ja? Wir können nachdenken. Dann tun wir das. Ja, vielleicht hier. Mhm. Bitte. Man kann auch was zu trinken bekommen. Soll ich eine Bestellung aufgeben? Nein, danke. Ich möchte was trinken. Besorg mir eine Flasche Wein, Robert. Weißen. Es ist recht, Weißen, die haben einen sehr guten Elsässer hier. Bring was du willst. Na, vielleicht kann mein Kollege mitgehen. Du willst dich doch sicher ein bisschen umschauen. Noch mal zurück. Alle mal herhören, bitte. Ich muss eine Umstellung vornehmen. Ihr alle wisst, warum. Inge braucht einen neuen Partner. Bin ich. Inge und ich haben schon drüber gesprochen. Alles klar. Ihr habt schon drüber gesprochen? Kein Problem. Gehören Sie auch zu dem Verein? Nein, ich mache mir nicht viel aus Tanz. Im Gegensatz zu Inge Bruckmann, die tanzt offenbar sehr gerne. Ja, sieht so aus. Mögen Sie sie nicht? Ob ich sie mag? Natürlich mag ich sie. Wissen Sie, Inge ist ein Typ, den man einfach gern hat. Ich bin da keine Ausnahme. Ich kann Ihnen jetzt auch am Tisch bringen. Nein, danke, Sie haben genug zu tun. Wie Sie wollen. Ist ein hübscher Saal, ich war schon lange nicht mehr hier. Tanzveranstaltungen dieser Art kenne ich eigentlich nur vom Fernsehen. Seit wann ist Inge in Ihrem Haus? Seit wann, Irma? Schon zwei Jahre. Ihr Vater baut in Libyen eine Düngemittelfabrik. Wir sind alte Studienfreunde. Seine Frau hat ihn begleitet und die beide haben uns ihre Tochter anvertraut. Inge muss hier ihren Schulabschluss machen. Sie fühlt sich wohl. Sie sagt sogar Tante und Onkel zu uns. Aber wir freuen uns auch, sie in unserem Haus zu haben. Sie haben ein besonders gutes Verhältnis zu ihr. Wir haben alle ein besonders gutes Verhältnis zu ihr. Ist doch kein Wunder. Das ist ein Mädchen mit besonderen Gaben. Ja, das ist richtig. Sie hat, du drückst es aus, besondere Gaben. Sie hatte immer eine besondere Zartheit. Sie erinnert mich an ägyptische Wandzeichnungen. Sie wissen vielleicht, dass ich Ägyptologe bin. Entschuldigen Sie. Denkt Ihr Sohn auch so? Was willst du von mir? Wir tanzen zusammen, das ist so festgelegt worden. Ja, das habe ich gerade erst erfahren. Du willst nicht mit mir tanzen. Sag mir, warum nicht. Bitte Frau Döbel melden. Wir müssen anfangen. Bitte Aufstellung, Kinder. Aufstellung! Was ist denn los, Inge? Soll ich dich doch auswechseln? Ich könnte verstehen, wenn du es dir überlegt hast. Nein, es geht schon, das ist es nicht. Naja, ist vielleicht auch besser so, nicht? Frau Döbel! Aufstellung! Inge. Entschuldige, aber es geht nicht. Los. Sag's ihr, dass sie mit mir tanzen muss. Sag's ihr. Warum kommt dann gerade zu Ihnen?
Inge! Wir müssen auswechseln. Bitte alles wieder auf Anfang. Den Sie suchen, sitzt da am Tisch. Ich hatte meinen Vortrag beendet, zitierte zum Schluss die Zeilen eines alten ägyptischen Liedes. Wenn Sie erlauben, dieses Lied, es lautet so. Blumen, die Ptach gegeben und Geb hat wachsen lassen. Ihre Schönheit ist in jedem Leib, der unberührt und der Reinheit geweiht bleibt. Ptach hat dies alles mit seinen Händen geschaffen, um sein Herz zu erfreuen, wenn die Teiche voll neuen Wassers sind und die Erde überschwemmt ist mit Liebe zu ihm. Die Schönheit dieses Liedes, sie war noch in mir, ich war ganz erfüllt davon. Gefühle waren geweckt, eine Stimmung wie Musik, die man gehört hat und die weiterschwingt. Sie müssen das wissen, damit Sie begreifen können, dass das Schreckliche nur deshalb und so zu erklären ist, damit Sie nachempfinden, was mich so ungeheuer getroffen hat. Vor meinem Haus wurde ich dann Zeuge, wie dieser Machno mit einer Direktheit, die mich wütend machte, ihr Inge in seine Umarmung zwang. Wie ein Verrückter durch die Straßen, wollte mir zeigen, dass er geschickter und schneller war. Er hat mich ausgelacht. Aber ich ließ mich nicht abschütteln, blieb an ihm dran, bis in den Hof seines Hauses. Ich sagte ihm, dass ich eine solche Szene, wie ich sie gesehen habe, vor meinem Haus nicht mehr erlauben werde. Dass mein Haus in Zukunft für ihn verboten sei. Der junge Mann lachte mich aus. Ich hätte weder ihm noch dem Mädchen etwas zu verbieten. Inge sei nicht meine Tochter, ich nicht der Vater. Er hat mich zurückgestoßen. Plötzlich hatte ich einen Stein in der Hand. Thank you.
Am nächsten Tag hat es mir gesagt. Sagte mir, dass er schweigen würde. Wer, glauben Sie, nimmt Ihnen sowas ab? Ein altes ägyptisches Lied, Stimmungen, Gefühle, ganz erfüllt davon. Eine Art Unzurechnungsfähigkeit, wollen Sie darauf hinaus? Das Mädchen wollten Sie. Genau wie die beiden Jungs. Möglich, dass Sie sich selbst jetzt nicht darüber im Klaren sind. Ari, mach das Protokoll fertig.